Herzlich willkommen zur Public Climate School. Ich bin Kai Hudson, ich bin vom Team der Public Climate School und ich werde euch heute durch die erste Stunde auch vom Live-Programm der Public Climate School überhaupt, nicht nur zum Schulprogramm. Wir haben nämlich diese Woche neben zahlreichen Unterrichtsstunden ganz viel Programm auf die Beine gestellt, was ihr im Livestream verfolgen könnt, was ihr aber auch bei euch vor Ort, erleben könnt, denn ganz viele Hochschulgruppen öffnen wieder die Universitäten und Hochschulen. Schaut da gerne mal auf unserer Website vorbei. Unter publicclimateschool.de findet ihr eine Karte, da könnt ihr gucken, was bei euch in der Nähe ist. Dort findet ihr auch ganz viele Informationen zum weiteren Programm, zum Livestream. Wir haben, wie gesagt, was für Schulen vorbereitet, aber auch für Nachmittag, für interessierte Leute. Sagt es gerne weiter und schaut vorbei. Nun aber herzlich willkommen zur Schulstunde mit Gregor Hagedorn. Es soll heute gehen um das Thema Biodiversität, Biodiversitätskrise. Da freue ich mich, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. An dieser Stelle auch schon mal einen ganz großen Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen, die das möglich machen. Und herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir haben heute dabei Gregor Hagedorn. Genau. Er war schon mal dabei, aber er ist wieder dabei und da freue ich mich ganz besonders drüber. Gregor, schön, dass du dabei bist. Du kennst dich wahnsinnig aus mit dem Thema und hast Ja. wieder einiges vorbereitet. Bevor du gleich loslegst, habe ich aber auch noch mal eine Frage an euch da draußen, die ihr dabei seid. Und zwar hat das Thema Biodiversitätskrise ganz viel auch mit Naturzerstörung zu tun. Da wirst du auch gleich noch drauf eingehen, Gregor. Und da wollen wir zu Beginn einmal von euch wissen, was glaubt ihr, was sind so die Haupttreiber dafür? Und da könnt ihr gerne einmal euer Smartphone rausholen oder ein mobiles Endgerät eurer Wahl. Und über den Link, der jetzt hier auch eingeblendet ist, einmal an dieser Umfrage teilnehmen. Die Frage ist, was sind Hauptursachen für Naturzerstörung? Und ihr könnt einfach diese fünf Punkte, die hier stehen, also Umweltverschmutzung, invasive Arten, das meint Arten, die eigentlich nicht da wohnen, wo sie ursprünglich mal herkommen und quasi neu dazugekommen sind, Übernutzung, Lebensraumverlust, Lebensraumzerschneidung und Klimawandel. Da könnt ihr einmal das Ganze ranken. Und im Laufe des Vortrags wird Gregor da auch noch drauf eingehen. Und genau, ganz zum Schluss, auf jeden Fall haben wir auch eine Auflösung des Ganzen. Genau, ihr könnt einfach auf den Link klicken, der jetzt hier unten eingeblendet ist, oder einfach in den Browser eingeben fffutu.re/pcs-mo-01. Also einfach hier auf den Link klicken und gerne an dem Ranking hier teilnehmen. Und ich sehe auch, die ersten Antworten kommen schon rein. Wir haben hier ganz vorne die Umweltverschmutzung gerade. Ja, schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Genau, geht gerne auf den Link, der jetzt hier eingeblendet ist. fffutu.re/pcs-mo-01. Na, also Lebensraumverlust, Zerschneidung ist ganz dicht auf mit Klimawandel. Danach gerade Umweltverschmutzung, Übernutzung, invasive Arten. Macht gerne noch weiter mit. Über den Link, der hier eingeblendet ist, fffutu.re/pcs-mo-01. Okay, der Klimawandel mittlerweile ganz, ganz oben. Vielleicht Gregor schon mal an der Stelle, magst du schon mal eine erste Einschätzung geben, also vielleicht noch nicht ganz auflösen, weil dafür kommt ja noch dein ganzer Vortrag, aber schon mal so ein erster Gedanken zu dem, was du siehst. Ah, okay. Umweltverschmutzung ist jetzt wieder ganz oben. Ja. Es bleibt spannend, okay. Naja, also ich kann euch nur bestätigen, es ist schwierig. Es ist noch nicht ganz richtig, aber darum geht es ja auch nicht. Aber auch WissenschaftlerInnen tun sich schwer damit, das genau zu wissen. Ja, sehr spannend. Ich würde Ja, mal sehr spannend. loslegen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Teile Genau. meinen. Ach so, soll ich Ja, meinen Bildschirm teilen? du darfst gerne loslegen. Gut. Vielen Dank fürs Mitmachen an der Umfrage und viel Spaß beim Vortrag mit Gregor Hagedorn. Ja. Eine Welt ohne Artensterben, wie könnte das gehen? Das ist ein Riesenthema und ich kann da nur so schlaglichtartig drauf eingehen, weil wir erstmal ein bisschen Grundlagen schaffen wollen. Wir sind ja hier auch in der Schulstunde. Aber das passiert nicht nur in Schulstunden, sondern auch bei
Vorträgen vor StudentInnen. Wir müssen uns ein bisschen der Grundlagen versichern. Und da fange ich an mit der Perspektive überhaupt. Wir haben bei der Covid-Krise sehr viel über die Wellen gesprochen und die kamen ja auch wirklich immer wieder, die Infektionswellen. Und damals habe ich dieses Bild entwickelt hier mit der berühmten Hokusai-Welle, falls das jemand erkennt, diese fantastische japanische Holzschnitzkunst, dass nach der Covid-Krise natürlich die Klimakrise, die war nie weg, die ist einfach nur größer und die kleinere Welle hat uns abgelenkt. Und in gewisser Weise glaube ich persönlich, dass die Klimakrise sehr, sehr dramatisch ist und vielleicht auch schneller kommt, aber dass in gewisser Weise die Biodiversitätskrise, die Naturzerstörungskrise, eine noch größere Dimension einnehmen kann. Da sind Dinge drin, wir tun Dinge, die sind noch irreversibler als das, was zum Beispiel im Bereich des Abschmelzens von Polkappen in der Biodiversitäts-, in der Klimakrise passiert. Deshalb, also wir müssen die Gesamtheit der Aspekte der Zerstörung der Lebensgrundlagen möglichst gut immer als Gesamtheit denken. Und wir sagen ja, was können wir tun? Tatsächlich ist es so, dass letztendlich das nicht nur einfach zu einer Überforderung führt, sondern auch zu einem Fokus auf die Sachen, die wirklich wirken. Und die Sachen, die wirklich wirken, die wirken häufig eben tatsächlich für sehr viele dieser verschiedenen potenziellen Katastrophen. Erstmal ein paar Grundlagen hatte ich angekündigt. Das erste ist Bestandsveränderung. Bestand oder Population, das ist, wie viele Individuen gibt es an einem bestimmten Ort oder auch auf dem gesamten Planeten. Also wenn ich irgendwo einen Krötenteich habe, dann sind in diesem Krötenteich, da leben halt nicht unendlich viele Tiere, sondern da leben vielleicht 100, vielleicht 500, je nachdem, Tiere in einem bestimmten Teich. Wie viele Tiere leben in einem Gebiet? Und die Bestandsveränderungen, da haben wir viel drüber gehört, auch in letzter Zeit, gerade auch bei Beständen zum Beispiel von Insekten, die bisher relativ schlecht untersucht waren. Da gibt es dann Daten, hier zum Beispiel aus der sogenannten Krefelder Studie, dass 75% der Bestände in bestimmten untersuchten Gebieten in 25 Jahren verloren gegangen sind. Das 75% ist natürlich sozusagen aus sehr starken Schwankungen berechnet. Das ist nicht, geht nicht einfach linear runter. Und das ist dann tatsächlich auch sogar wichtig. Da kommen wir nachher noch drauf. Wenn man all diese Bestandsveränderungen versucht, möglichst zu kombinieren, dann kommt man zu dem sogenannten Living Planet Index. Das ist von der Zoological Society in London und vom World Wildlife Fund unterstützt. Hier sind jetzt tatsächlich nur Wirbeltiere drin. Und das liegt nicht daran, dass irgendjemand Wirbeltiere cooler findet als zum Beispiel Insekten, sondern dass wir im Wesentlichen nur für Wirbeltiere genügend Daten haben. Also Insekten, sagte ich schon, gibt es eine Handvoll Studien, die wirklich belastbar sind, aber daraus kann ich noch keinen Index entwickeln. Hier beim Living Plandex, das sind viele, viele tausend Publikationen, die dafür ausgewertet werden. Viele, viele tausend Studien, aus denen sich dann so etwas ergibt. Und der Living Planet Index, der versucht sozusagen den Durchschnitt all dieser Studien dann abzubilden. Also wenn im Jahr 1970 irgendwie im Durchschnitt all diese Bestände einen bestimmten Wert haben, dann hatten im Jahr 2018 die Bestände einen Wert, der 69% darunter lag. Das ist ziemlich dramatisch. Das wird auch immer wieder in den Nachrichten gesendet. Hier, das ist jetzt der Stand von 2022. Nächstes Jahr kommt ein Update raus. Das hat also immer, sieht man auch daran, dass die sozusagen 2022 wurde das publiziert, was bis 2018 dann ermittelt werden konnte. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit und hat eben auch Zeitverzögerung. Was heißt das nun? Gibt es 69% weniger wilde Wirbeltiere auf der Erde? Nee, ganz so einfach ist es nicht. Es ist ein Durchschnitt der Trends. Und der wird dann letztendlich, der ist deshalb nicht, dass alle Wirbeltiere verschwinden, weil einige Bestände wachsen, ne? Andere Bestände schrumpfen. Das ist relativ logisch. Und wenn ich das mal hier so aufzeichne, in jedem Kästchen könnte jetzt hier ein Bestand sein. Und ein paar von den Beständen sind gewachsen, die grünen, die roten sind geschrumpft. Links unten ist wirklich erloschen, da ist ein Bestand ausgestorben. Ich habe hier 7 Stände, Summe 3,5, durchschnittlich 0,5. Hier wäre jetzt der Living Planet Index, würde jetzt bei 0,5 liegen.
obwohl durchaus einige Bestände gestiegen sind und tatsächlich das so sein könnte, dass es gleich viele Individuen auf dem Planeten gibt, nur von weniger verschiedenen Arten. So, wenn wir jetzt von den Bestandsverlusten weitergeben, dann ist die Frage jetzt wirklich Artensterben. Das stand ja im Titel drin. Artensterben ist natürlich kein sehr wissenschaftlicher Begriff, aber er ist ein griffiger Begriff, unter dem man sich was vorstellen kann. Es verschwinden Arten. Und da ist jetzt die Frage irgendwie an euch. Was denkt ihr irgendwie, wie viel Prozent der Säugetier- und Vogelarten sind in den letzten 500 Jahren in der Natur ausgestorben? Carlson, du kannst mal den Mentimeter wieder übernehmen, mich hier wahrscheinlich rausschmeißen, oder wie läuft das? Ja, ich schmeiß dich einmal kurz raus. Ich genau. Hier auch nochmal die Frage. Genau, ist der gleiche Link wie eben. Der wird jetzt hier auch wieder eingeblendet. fffutu.re/pcs-mo-01. Und dort könnt ihr abstimmen. Die Frage habt ihr gerade schon von Gregor auch gestellt bekommen. Es geht darum, hier einmal ja, Multiple Choice, drei Fragen zur Auswahl. Wie viel Prozent der Säugetier- und Vogelarten sind in den letzten 500 Jahren in der Natur ausgestorben? Sind es A, 1,5%, B, 15% oder C, 25%? Da jetzt gerne einmal abstimmen. Und ich glaube, die Tendenz, die ist hier schon ganz klar zu erkennen. Aber wir warten noch einmal ganz kurz. Geht gerne auf den Link, der jetzt nochmal eingeblendet ist. fffutu.re/pcs-mo-01 und stimmt gerne ab. Drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Wie viel Prozent der Säugetier- und Vogelarten sind in den letzten 500 Jahren in der Natur ausgestorben? A, 1,5%, B, 15% oder C, 25%? Es kommen weiter ein paar Antworten rein. Ihr könnt auch gerne noch mitmachen. Geht einfach auf den Link, der hier eingeblendet ist. fffutu.re/pcs-mo-01. Ich würde sagen, die Tendenz, die ist schon ganz klar irgendwie zu erkennen. Die meisten von euch sagen 25%. Genau, Gregor, du darfst gerne so langsam gut anfangen aufzulösen. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, und hier nochmal das. Also tatsächlich sind die Aussterberaten noch gering. Bei Säugetieren und Vögeln sind nur 1,5% ausgestorben. Und das ist jetzt so ein bisschen unintuitiv, weil das klingt so wenig. Das ist auch tragisch, weil Tiere, die ausgestorben sind, die kommen nicht wieder. Ob das die amerikanische Wandertaube ist, die ist früher in Hunderten von Millionen Individuen, die landschaftsprägend in Nordamerika war, oder ob es der Dodo war, der ein einzigartiges Tier auf einer Insel war. Wirklich endgültig ausgestorben sind nur 1,5%. Das ist aber global und da müssen wir uns ein bisschen das so in Perspektive richten. Zum Beispiel, wenn man jetzt einzelne Ökosysteme anschaut, also zum Beispiel so etwas wie das Wattenmeer, das Wattenmeer der Nordsee als ein großes Ökosystem, dann haben solche Ökosysteme im Durchschnitt nach IPBES-Schätzung gewöhnlich 20% ihrer ursprünglichen Artenvielfalt verloren. Nur die meisten Ökosysteme gibt es halt an mehreren Stellen auf dem Planeten und es ist nicht so, dass sie immer die gleichen 20% verlieren, sodass insgesamt dann an weniger Orten aber immer noch die Art aushält. Entscheidend ist aber, wenn man das beobachtet, jetzt die Geschwindigkeit des Aussterbens. Die Tierarten sterben aktuell 100 bis 1000 Mal schneller aus, als es unter normalen Umständen der Fall wäre. Da will ich kurz erläutern, warum sterben Tierarten unter normalen Umständen aus? Kann man sich vielleicht klar machen, wenn man sich überlegt, dass wir als Menschen ja auch Vorfahren hatten. Es gab andere Arten, andere Menschen, ähnliche Arten in der Geschichte dieses Planeten.
Und die meisten davon sind ausgestorben. Die einzige Art, die überlebt hat, ist eben tatsächlich Homo sapiens. Also es gibt immer wieder die Entstehung neuer Arten und das Aussterben eines Teils der existierenden Arten. Das ist ein ganz normaler Prozess, der sich aber gewöhnlich ungefähr die Waage hält. Manchmal kommen ein paar Arten dazu, manchmal ein paar Arten weniger. Es gibt dann aber Perioden, in denen ganz, ganz viele Arten aussterben. Und die bekannteste ist sicherlich die, in der die meisten Dinosaurier ausgestorben sind. Ja, also wir kennen das, der große Meteorit ist eingeschlagen und der hat solche Veränderungen von Bedingungen dann verursacht, dass fast alle Dinosaurier ausgestorben sind, bis auf die wenigen, aus denen sich dann die Vögel entwickelt haben. So, daher sagt man auch, spricht man auch, ob wir nicht derzeit am Beginn des sechsten Massenaussterbens sind, nicht? Also wir haben diese Hintergrundrate des Aussterbens. Wir haben derzeit diese Entwicklung bei den verschiedenen Gruppen von Säugetieren. Besonders dramatisch sehen wir, ist das bei Amphibien. Und wenn man diese Rate des Aussterbens einfach jetzt mal auf tatsächlich relevante Zeiträume von vielleicht 1000 Jahren hochrechnet, dann haben wir tatsächlich so etwas wie hier im Quartär ein neues Massenaussterben, einen dramatischen Einbruch in der Vielfalt dieses Planeten. Deshalb als Zusammenfassung, die Bestandsverluste gefährdeter Organismen liegen über 2/3. Das Aussterben von Arten global gesehen ist noch relativ gering. In jedem Teilstandort ist es dann schon deutlich höher. Wichtig ist, diese Sachen hängen natürlich zusammen. Das kann man sich vorstellen, wenn irgendwie, ich hatte vorher vielleicht 100 Orte, an denen eine bestimmte Löwenart vorkam. Und vielleicht habe ich jetzt noch ein einziges Habitat, einen einzigen Ort, wo diese Löwen leben. Die Löwen sind damit dann nicht ausgestorben, aber in einer ganz anderen Lage. Wenn jetzt irgendetwas passiert, irgendetwas Zufälliges, das müssen gar nicht Menschen sein, dann sind plötzlich eine bestimmte Art komplett erloschen. Und deshalb gilt, große Bestände und solche in gut vernetzten Lebensräumen, die sind widerstandsfähig gegen Schwankungen. Und bei vielen Beständen ist die Zahl der verbleibenden Individuen zum langfristigen Überleben aber zu klein. Dies ist derzeit bei 9% aller landbewohnenden Arten der Fall. Also circa 9% der Arten dieses Planeten sind derzeit akut vom Aussterben bedroht. Ganz wichtig deshalb, also es genügt nicht einfach aufzuhören, Lebensräume weiter zu zerstören oder zu fragmentieren. Wir sind jetzt bereits in einer Situation, wo man sagen muss, dann gehen die Aussterbeprozesse weiter, sondern wir müssen aktiv die Schulden abtragen. Deshalb spricht man hier auch von Aussterbeschulden, die durch die kleinen, immer kleiner werdenden, immer fragmentierter werden, immer weniger verdoppelten Populationen oder Bestände hervorgerufen werden. Okay. Jetzt zu der Sache, wie kann man dagegen angehen? Und die Grundfrage ist erstmal, was sind dann die Treiber? Da hatten wir ja mit der Startfrage schon drauf eingegangen, was sind die Ursachen für Naturzerstörung nach IPBES und dem United Nations Environmental Report, GEO6. Das ist die Reihenfolge. Erstens Lebensraumverlust oder Zerschneidung. Zweitens Übernutzung, Klimawandel, Umweltverschmutzung und invasive Arten. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, was ihr eben abgestimmt habt, dann habt ihr bei invasiven Arten das richtig eingeschätzt. Also die wohl kamen auf den letzten Platz. Die sind aber auch sehr bedeutend. Es gibt ja noch 10 weitere, also die sind immer noch an Platz 5. Aber die Umweltverschmutzung und der Klimawandel werden häufig etwas überschätzt derzeit. Insbesondere die Umweltverschmutzung, Pestizide, das sind riesige Probleme, zweifellos. Das sind Probleme, die kennen wir seit 50 Jahren. Die sind sehr stark in unserem Bewusstsein. Wir reden viel über die Umweltverschmutzung, zum Beispiel auch insofern, dass sie uns als unsere Gesundheit beeinträchtigt. Deshalb überschätzt man sie. Das heißt nicht, dass man sie jetzt irgendwie vergessen sollte, aber viele Menschen überschätzen die Wichtigkeit der Umweltverschmutzung und die Diskussionen zum Klimawandel tragen natürlich auch dazu bei, dass viele Menschen sagen, ja, also das einzig Wichtige ist eigentlich der Klimawandel, weil wenn Klimawandel, dann Artensterben, also Hauptsache Klimawandel. Ganz so einfach ist es nicht. Und da gehe ich jetzt noch ein bisschen drauf ein. Invasive Arten. Invasive Arten sind
wunderbare Tiere, Pflanzen, Pilze, die sind völlig legitim. Aber wenn sie plötzlich an einem fremden Ort, in einem Ökosystem, wo sie jetzt plötzlich keine Feinde mehr haben, wo sie zum Beispiel keine Parasiten haben, hinkommen, dann haben sie eine solche Konkurrenzkraft, dass sie ganze Ökosysteme zerstören können. Oder sie kommen eben dahin, wo die Tiere nicht an sie angepasst sind. Auf viele tausend Inseln wurden Ratten oder Katzen ausgesetzt und dort leben Tiere, die seit Millionen Jahren davon ausgehen, es gibt hier keine Ratten und Katzen und ich kann mein Vogelnest zum Beispiel auf dem Boden bauen. Ja, kann man sich vorstellen, was passiert. In Deutschland zumindest brauchen wir Regeln, die haben wir sogar weitgehend. Wir brauchen Aufklärung, das haben wir nicht besonders gut. Und wir brauchen eine konsequente Kontrollen und hohe Strafen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das ist ein ganz großes Problem. Für viele Betriebe ist es billiger zu sagen, ach, ist mir egal, zur Not zahle ich eine Strafe, als wirklich dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Umweltverschmutzung, hatte ich vorher schon ein bisschen gesagt, ist nach wie vor ein Thema, ein wichtiges Thema. Ich möchte den Blick auf Umweltverschmutzung noch mal ein bisschen weiten. Ich weiß nicht, einige von euch kennen wahrscheinlich dieses Diagramm der planetaren Grenzen. Da gibt es ganz viele dieser Grenzen. Und ein Teil dieser Grenzen ist eben tatsächlich auch hier zum Beispiel neue Stoffe und Lebensformen. Da sind dann auch die Gifte drin, da sind die Pestizide drin, da ist anderes drin. Aber zum Beispiel auch die biogeochemischen Kreisläufe, also Phosphor und Stickstoff, das ist auch Umweltverschmutzung. Wir verwenden viel zu viel Kunstdünger, Phosphate, Stickstoff auf den Äckern. Das heißt nicht, dass wir mit Null auskommen müssten oder sollten oder überhaupt könnten. Aber die Art der Landwirtschaft, die Art unserer Ernährungssicherung, wie sie derzeit geschieht, ist eben, hängt davon ab, dass wir diese im Übermaß verwenden. Und da müssen wir weg, weil das ist eine gigantische Umweltverschmutzung, die zum Beispiel zu Todeszonen in den Ozeanen und Ähnlichem führt. Und was viele noch nicht so richtig im Blick haben, die Lichtverschmutzung. Durch die Lichtverschmutzung, die ist extrem beeinträchtigend für sehr viele Arten, ist auch eine Verschmutzung ihres Lebensraums, durch die sich Arten, die nachtaktiv sind, nicht orientieren können. Teilweise wird der Hormonhaushalt von Arten durcheinander gebracht und das gilt ganz stark für Insekten, aber zum Beispiel auch für viele Amphibienarten. Deshalb, was können wir tun? Eigentlich ist es ganz einfach, alles, was nicht abbaubar ist oder nicht zum Beispiel zu 98% Cradle-to-Cradle geführt wird. Nicht? Also wenn ich eine Waschmaschine herstelle, dann weiß ich, in 10, 20 Jahren kommt die wieder bei mir auf den Werkshof und ich muss die auseinanderbauen. Das sind die Vorschriften. Und wenn ich die nicht so gebaut habe, dass ich das gut habe, dann geht mein Betrieb spätestens dann pleite. Das ist Cradle to Cradle, also von der Produktionsstätte, die ist verantwortlich dafür, das Zeug nachher auch wieder 100% oder zum Beispiel 98% zu recyceln. Alle Produkte, die wirklich unsere Lebensgrundlagen schädigen, müssten eigentlich nicht marktfähig sein. Das wäre völlig logisch. Ich gebe mal, das ist keine Verbotsgesellschaft, nicht? Also ich gebe mal ein Beispiel. Es geht in vielen Fällen nicht darum, ob irgendwie mir etwas gefällt oder ob ich sage, ich will aber keine Verbote. Ein Beispiel, mir könnte zum Beispiel gefallen, ich bin jetzt ein großer Fan von irgendwelchen solchen Mad Max Science-Fiction-Serien, bei denen die Leute mit so ganz martialischen Gefährten herumfahren und ich möchte jetzt vorne an meinem Auto 1 Meter lange angespitzte Stahlstangen montieren, damit mein Auto so aussieht wie in den Filmen. Ne? Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist schlichtweg verboten. Da kann ich noch so oft sagen, das ist aber mein Wunsch und meine Ästhetik und meine Lebensweise und ich will keine Verbote. Das ist gesellschaftlicher Konsens, dass man bei uns nicht mit angespitzten Stahlstangen vorne am Auto rumfahren kann. Aber im Prinzip, viele unserer Produkte sind solche Produkte, die sind hochgiftig, die werden nicht abgebaut, Kunststoffprodukte. Die Kapazitäten zum Recyceln von Kunststoffprodukten sind überhaupt nicht da. Das heißt, wir wissen quantitativ, dass die einfach nur in der Natur landen. Die müssten eigentlich auch nicht marktfähig sein. Kreislauffähige Stoffe, also die Natur, die die Biosphäre selbst recyceln kann, die aber die planetaren Grenzen überschreiten, wie zum Beispiel Düngemittel, sind hoch bepreist. Das heißt, man weiß, ja, wir brauchen die, aber wir dürfen nicht zu viel
verwenden und etwas, was knapp ist, das sollte einen entsprechenden Preis haben, damit man Alternativen findet, damit es sich wirtschaftlich lohnt, Alternativen zu nutzen. Und wir brauchen viele Bauregeln gegen Lichtverschmutzung, strikte Kontrollen, Auslauf und Bestand. Wir haben ganz viele Bauregeln, dass man bestimmte, dass man sicher bauen muss, dass das Dach nicht einstürzt, dass die Fenster so gebaut sind, dass die Kinder nicht rausstürzen und so weiter. So etwas braucht man einfach auch für Lichtverschmutzung. An dritter Stelle der Klimawandel. Der steht an dritter Stelle und ist so ein bisschen ein Wackelkandidat. Der könnte tatsächlich, ihr habt den ja auch höher eingeschätzt, der könnte tatsächlich auch an einer höheren Stelle irgendwie mal kommen. Das hängt halt tatsächlich davon ab, ob wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Ein Viertel der Fischarten unserer Meere zum Beispiel leben in Korallenriffen. Und da machen alleine die 1,5 oder 2 Grad einen Riesenunterschied. Bei 1,5 Grad können wir einen Gutteil der Korallenriffe noch erhalten. Also man rechnet damit, dass bei 1,5 Grad 70-90% der Korallenriffe zerstört werden. Und bei 2 Grad sind das aber 99%. Das heißt, alleine, wenn wir die 2 Grad Erderhitzung erreichen, verlieren wir praktisch alle Korallenfische. Wir verlieren die Vielfalt der Korallen und wir verlieren letztendlich 25% der Biodiversität der Ozeane, weil viele Arten indirekt von Korallen abhängen, sodass sie nur in einem Teil ihres Lebenszyklus in Korallenökosystemen leben. Wichtig ist aber umgekehrt auch, das bisherige Aussterben wurde weitgehend ohne Klimawandel erzeugt. Also bisher sind die Einwirkungen des Klimawandels, die fangen erst an aufzulaufen. Bei Korallenriffen zum Beispiel haben wir diese Korallenbleichen, die alle paar Jahre immer wieder kommen, die aber, weil es dann wieder kühlere Jahre gibt, in den meisten Ökosystemen noch reversibel sind. Das heißt, die werden wieder besiedelt aus den Restbeständen, die noch da waren. Aber das ist ein ganz kritischer Prozess. Der Klimawandel kommt quasi dazu. Also wir können nicht einfach nur Klimawandel machen. Der Klimawandel muss absolut behandelt werden, aber wir können uns nicht darauf verzichten. Umgekehrt, wenn wir eine Erderhitzung von deutlich über 2 Grad haben, könnten insgesamt 50% aller Arten aussterben. Hier zwei Quellen dazu. Die Lösungen der Klimakrise sind, glaube ich, viel diskutiert. Ich gehe da jetzt ganz schnell nur durch. Ich glaube, das brauchen wir nicht besprechen. Eine Konsum-, eine Energie-, eine Bau- und Wärmewende, eine Ernährungswende, eine Verkehrs-, Finanz-, Bildungswende. Viele, viele Lösungen. Und viele dieser Lösungen sind tatsächlich dann auch Lösungsansätze, die auch andere Probleme angehen, andere Treiber des Artensterbens. Zur Übernutzung. Übernutzung ist zum Beispiel, wenn gezielt irgendwelche Arten gejagt werden. Das ist teilweise so aus Zierzwecken, dass irgendwie Papageien gejagt werden, um sie dann als Zierpapageien verkaufen zu können. Oder bei Kakteen passiert das. Oder auch bei bestimmten Pflanzen. Die werden aus der Natur entnommen, weil sie besonders attraktiv sind. Sie werden verkauft und in der Natur sterben sie dann aus. Vor allem aber, und das zeigt ja auch das Boot, ist das die Fischereinutzung zum Beispiel, dass Fischbestände oder überhaupt die Ökosysteme so übernutzt werden, dass andere Bestände dann daraus gehen. Das ist hier nochmal eine Übersicht, so als Aberglaube kommt das bei Walen, bei Zierpflanzen, Holznutzung, Fischerei und Haustiere. Das sind so die Übernutzungseffekte und die fokussieren sich, die sind gar nicht so dominant häufig, aber in vielen Fällen fokussieren sie sich genau auf die Sachen, die selten sind. Die kriegen dann einen hohen Preis, wie irgendwie völlig unwirksame, pulverisierte Hörner der Nashörner, ne? Die haben solche fantastischen Preise, weil Menschen diesem Aberglauben anhängen, dass dann wirklich trotz Bewachung immer noch getötet wird. In vielen Fällen hängt Übernutzung aber mit Nutzungsänderungen auch zusammen und deshalb gehe ich relativ schnell zum Hauptthema, dem Lebensraumverlust und Zerschneidung. Alle Arten dieses Planeten brauchen Platz. Sie brauchen Lebensräume, sie brauchen zum Teil große Lebensräume und sie haben bestimmte Ansprüche an den Lebensraum, dass der Lebensraum nicht so wie so ein Swimmingpool ist und sie müssen in diesen Swimmingpool reinspringen und können dann darin ihr Leben verrichten, sondern sie brauchen häufig mehrere Aspekte eines Lebensraums. Sie wandern von einem zum anderen Teil. Sie brauchen
irgendwo, sie können zum Beispiel in sehr trockenen Habitaten leben, brauchen aber dann Zugang zu Wasser und ähnliches. Und deshalb Lebensraum und Verlust und Zerschneidung ist das Thema. Das ist das ganz, ganz große Thema, wenn wir das Artensterben aufhalten wollen. Und um mal sich das anzuschauen, wie die Landnutzungsanteile sich verändert haben, oben sehen wir das Jahr 1700, unten das Jahr 2000. Und wir teilen die Landnutzung ein in reines Wildnisland, in halbnatürliches Land und in Nutzland. Halbnatürliche Sachen sind zum Beispiel natürliche Offenlandschaften, die für Schafweide verwendet werden. Nutzland ist eine Intensivweide, Wiese oder Acker oder auch ein intensiv genutzter Forst, in dem stark so diese Fichtenforste, die bei uns häufig gebaut werden. Das ist Nutzland, eine halbnatürliche Nutzung gibt es auch in Wäldern, dass eben in natürlich wachsenden Wäldern einzelne Holznutzung stattfindet. Und das hier ist so die Entwicklung, also von 1700 ungefähr die Hälfte des Planeten war Wildnisland, ist das auf 25% geschrumpft. Und im Jahr 1700 war nur 6% unseres Planeten intensiv genutztes Nutzland. Und das ist auf 56% gestiegen. Bei diesen Entwicklungen ist klar, dass Lebensraum, dass Verfügbarkeit von Fläche für Natur verloren geht. Und die Frage ist dann, wie viel brauchen wir denn, um wie viel zu erhalten? Und Edward O. Wilson hat dafür Berechnungen gemacht. Edward O. Wilson ist ein ganz berühmter Biologe. Er ist inzwischen gestorben vor wenigen Jahren. Der hat Berechnungen gemacht auf wirklich wissenschaftlicher Basis. Und er kommt dabei raus, dass wenn wir die halbe Erde unter Naturschutz stellen würden, könnten wir 85% der Arten erhalten. Wir hatten ganz zu Anfang gesagt, derzeit sind 1,5% ausgestorben, 9% hochgefährdet. Und also wenn wir die halbe Erde unter Naturschutz stellen, dann könnten wir das auf 15% begrenzen des Artenverlustes. Aber das ist viel. Dieser Planet, der ist besiedelt und es hilft ja auch nichts, wenn wir sagen, okay, die Mitte der Sahara, wo kaum etwas leben kann, die stellen wir jetzt unter Naturschutz und den Rest nutzen wir für uns als Menschen. Es gibt solche Berechnungen, wie man das möglichst klug anstellen kann, also wie man die besonders artenreichen Gebiete schützt, wie man auch die verschiedensten Gebiete schützt, wie man nicht wir schützen einfach nur die Gebiete, die wir nicht brauchen, Fehler macht. Da gibt es eine Vielzahl von Arbeiten zu. Aber wie wir das gesellschaftlich tatsächlich umsetzen können, ist ein ganz großes Problem. Und ich bitte euch, ihr lernt dazu, denkt mit, tragt das in eure Umwelt rein. Das ist im Prinzip das derzeitige Ziel. In Montreal gab es gerade eine Konferenz, die hat sich darauf geeinigt, 30% versuchen zu schützen in den nächsten, wie viel haben wir jetzt noch, 17 Jahren bis 2030, also 30% bis 2030. Das ist immer noch zu wenig. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber letztendlich wird das immer noch zu wenig sein. Das hier ist noch eine Studie, die ganz interessant ist, weil sie versucht, gleichzeitig klimawirksam und naturschutzwirksam zu sein und auf dieser Basis dann noch einmal Flächenberechnungen gemacht hat. Aber insgesamt 50%, ich habe es schon angedeutet, ist ein Riesenziel. Und ich sehe es auch als Problem, wenn Edward O. Wilson tatsächlich eine human-free, also eine menschenfreie Naturschutz propagiert. Ich glaube, da können wir, persönlich glaube ich, da können wir nicht hinkommen. Und wir sind seit November letzten Jahres 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das wird auch auf 10 bis 11 Milliarden Menschen ziemlich sicher steigen. Deshalb Lösungsbeiträge. Wir müssen natürlich Fläche freimachen. Wir müssen Flächen für echten Naturschutz freimachen. Die größte Art, um die Flächenverteilung zu ändern, ist tatsächlich eine Änderung unserer Lebensmittelproduktion, unserer Ernährung. Wenn man sich so die Gesamtverteilung der Meere anschaut, des Planeten anschaut, dann haben wir 29% Land. Wenn wir jetzt nur mal die Landnutzung schauen, dann haben wir 71% von diesen 29% sind fruchtbares Land. Davon werden 50% für Landwirtschaft, 37% für Wälder genutzt.
Und von der Landwirtschaft werden 77% für Nutztiere genutzt und 23% für Nutzpflanzen. Bei den 77% Nutzung in der Landwirtschaft sind die ganzen Flächen drin, auf denen das Kraftfutter, mit denen viele Tiere dann produziert werden, angebaut wird. Also das sind jetzt nicht die reinen Flächen, auf denen eine Kuh steht. Eine Kuh, die so viel Milch produziert, wie das heute üblich ist, schafft das nicht mehr, indem sie nur das Gras von der Wiese frisst, von der Weide frisst, auf der sie gerade steht. Und in diesem 77 zu 23%, da liegt ein extrem hohes Potenzial für eine positive Veränderung unserer Lebensweise, weil diese Nutzung von 77 zu 23% führt nur zu ungefähr 33% der Proteinversorgung. Also die tierische Nahrung trägt zu 33% zur Proteinversorgung und nur zu 17% zur Kalorienversorgung der Menschheit bei. Also auch derzeit pflanzliche Nahrung, die in den 23% angebaut wird, ist sehr viel wichtiger als die tierische Nahrung, die auf den 77% angebaut wird. Und wenn wir hier wirklich dramatische Änderungen schaffen, dann können wir sehr viel Fläche für Naturschutz gewinnen. Wir haben ein Riesenproblem, insbesondere in Deutschland, auch in anderen Ländern. Das ist auf dem Planeten sehr unterschiedlich, dass wir so viele Flächen, die eigentlich überhaupt nicht landwirtschaftlich genutzt werden sollten, nämlich organische Böden, das sind so die Torfe, die Moore, dass wir die entwässert haben und darauf Landwirtschaft betreiben. Das Problem ist, dass sobald das Wasser weg ist, fangen Bakterien und Pilze an, diese Torfe zu zersetzen. Je nach Statistik ist das zwischen 5 und 8% der CO2-Emissionen Deutschlands kommen nicht etwa vom Flugverkehr, sondern kommen daher, dass diese Moore trockengelegt sind und einfach in der Fläche verbrannt werden durch Bakterien. Also der Torfboden verschwindet. Es gibt Orte in Deutschland, wo die Landschaft sich schon um über einen Meter gesenkt hat, der ist einfach dann quasi langsam im Laufe der Jahre verbrannt worden. Und das sind gigantische Flächen und entsprechend gigantische CO2-Ausstöße. Also hier haben wir eine ungeheure Synergie mit der Tatsache, dass wir Klimaschutz betreiben. Und diese Flächen müssen wieder vernetzt werden, die müssen aus der landwirtschaftlichen Nutzung raus und sie können dann aber auch dem Naturschutz dienen. Und eine einfache Sache, wo wir viel falsch machen, ist zum Beispiel bei der Biogasnutzung. Biogas hat seine Nischen und Biogas kann ich aus tatsächlichen Abfällen und Restbeständen der Landwirtschaft durchaus betreiben. Aber überall da, wo ich tatsächlich Fläche gezielt für Biogas einsetze, also gezielt Biogaspflanzen wie Mais oder so anbaue, mache ich eigentlich einen Fehler, weil wenn ich das mal vergleiche mit einer Freiland-Solaranlage, dann brauche ich für die gleiche Menge Energie 20 bis 50 Hektar Landfläche, Maisacker, naturschutzfeindlichen Maisacker, wie ich auf 1 Hektar einer Freiland-Solarfläche erreichen kann. Also auch hier, indem ich tatsächlich die Energieversorgung weg vom Biogas dränge, kann ich viel Fläche gewinnen. Nochmal die Gebietsverteilung. Schutzgebiete weltweit ist derzeit 17% der Landfläche und das sind nicht alles sehr gut geschützte Flächen. Das sind durchaus Flächen drin, wie auch in unseren Biosphärenreservaten in Deutschland, in denen Landwirtschaft betrieben wird, in denen zum Teil intensive Landwirtschaft betrieben wird, aber mit bestimmten Schutzauflagen. Also diese 17% der Landfläche der Schutzgebiete sind gewöhnlich förderlich für die Natur, aber man darf sie sich nicht als Totalschutzgebiete, in denen wirklich die Natur absoluten Vorrang hat, vorstellen. Gerade hatte ich schon erwähnt, in Montreal auf der CBD 2022 im letzten Herbst wurde beschlossen, 30% bis 2030. Und da ist die große Frage, und das ist nirgendwo richtig geklärt, was davon Exklusivschutzgebiete sind und was Mehrfachnutzung ist. Bis 2050 bei einer steigenden Weltbevölkerung 50% Exklusivschutzgebiete halte ich für nicht möglich. Und es gibt dazu ein Hauptgutachten von vor 3 Jahren, hat der WBGU, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, globale Umweltveränderung, ein sehr, sehr interessantes und gutes Hauptgutachten erstellt von der Konkurrenz zur Integration. Und der geht von dieser Überlegung aus. Wenn wir Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und Ernährungssicherheit
alles haben wollen, dann brauchen wir zu viele Flächen. Also die Flächen, um all das auf eigenen Flächen zu machen, haben wir nicht auf dem Planeten. Und stattdessen müssen wir versuchen, möglichst viele Flächen mehrfach zu nutzen. Es gibt also Flächen, auf denen nur Klimaschutz und nur Biodiversitätsschutz und nur Ernährungssicherheit gemacht wird. Es gibt aber möglichst viele Flächen, auf denen mehrfach gearbeitet wird. Und daraus kommt dann, dass wir uns die Half Earth eher aus Kombination aus Exklusivschutzgebieten und Koexistenzgebieten vorstellen müssen. So ganz zum Schluss würde ich noch mal drauf eingehen gerne. Das ist so ein Bild, nicht? Wir müssen unseren Planeten schützen und die Menschen müssen ihn vorsichtig in den Händen halten. Das ist eine Hybris, eine Überheblichkeit, die nicht wirklich versteht, worum es geht. Der Planet kommt prima ohne uns aus. Der kommt auch mit allen Problemen, die wir ihm aufhalsen, zurecht. Ja, wir können den Klimawandel auf 8 Grad hochtreiben. Wir können die Atombomben noch dazu zünden. So, wenn man sich den Planeten als Person vorstellt, dann würde der sagen, ach, das war jetzt aber wirklich unangenehm, und weitermachen. Und in 2 bis 5 Millionen Jahre dann vielleicht ohne Menschen, vielleicht mit, vielleicht ohne Menschen eine neue Biodiversität erstellt haben. Das Problem ist eben wirklich diese 2 bis 5 Millionen Jahre, weil ja, das ist ungefähr 10 bis 25 Mal so lang, wie es überhaupt unsere Art Homo sapiens gibt. Und wenn wir ehrlich sind, so richtig verstehen, tun wir uns halt vielleicht seit 5000 Jahren, ja. Das sind ganz andere Zeiträume. Also was tatsächlich stattfindet, ist, es geht um uns selbst. Und was wir derzeit machen, ist, wir sägen uns den eigenen Ast ab. Der Rest, der wird sich anpassen, der wird völlig neue Dinge erfinden. Die Biosphäre, die Evolution, die berappeln sich. Aber es geht um uns selbst. Es geht um die Menschen, die derzeit jung sind, was für eine Lebenswelt sie während ihrer Lebenszeit finden werden und was deren Kinder wiederum vorfinden werden. Ich hatte schon gesagt, bei Säugetieren könnte die Erholung circa 3 bis 5 Millionen Jahre dauern. Und deshalb nochmal, was tun wir selber? Wir hatten diese direkten Treiber unten besprochen, aber die direkten Treiber, die hängen natürlich von anderen Zusammenhängen ab. Und die werden hier in dieser Arbeit als indirekte Treiber bezeichnet. Und das ist Land- und Forstwirtschaft, Siedlungen, Jagd, Fischerei, Energie und Transport und Wassernutzung. Und hinter diesen indirekten Treibern stehen als Ursachen letztendlich, wie viele Menschen sind wir auf diesem Planeten, wie hoch ist unser Konsum und wie geschickt nutzen wir die Ressourcen für den Konsum. Und eine der größten Probleme ist tatsächlich die Frage, wie unser Konsum aussieht und wie wir den Konsum in Zukunft ändern. Die Bevölkerungsentwicklung ist eigentlich durchaus auf einem positiven Weg. Sie wird steigen, aber sie ist gleichzeitig schon in einer Phase, wo, wenn wir die derzeitige Politik weiter betreiben und die derzeitigen Entwicklungen weitergeht, wo wir zu einer Stabilisierung der Bevölkerung kommen werden. Aber wenn diese Bevölkerung jetzt alle anstreben, sozusagen unseren zum Beispiel jetzt europäischen, nordeuropäischen Konsumstil zu übernehmen, dann wird der Planet das nicht aushalten und wir werden mehr als 50% der Arten dieses Planeten verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Gregor, für deine vielen Folien und all das, was du uns gezeigt hast. Ich fand es zwar wahnsinnig spannend, was da jetzt alles drinsteckt und auch ganz, ganz viel. Wir haben auch schon einige Fragen gestellt bekommen. Ich möchte dir gleich noch ein, zwei davon stellen. Wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Ja, tut mir leid. Trotzdem, genau. Alles gut. stellt gerne trotzdem noch Fragen. Ich schau mal, was noch reinkommt. Der Link dazu ist hier auch nochmal eingeblendet. ffutu.de/pcs-mo-m01. So, jetzt hab's. Genau. Eine Frage, die schon reinkam, war, du hattest zwischendurch so eine Grafik gezeigt mit den planetaren Grenzen. Hattest du auch gesagt, ja, vielleicht kennt ihr die schon. Ich glaube, sie kannten nicht alle. Vielleicht magst du da dann noch mal ganz kurz was zu sagen. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir diese Grenzen überschreiten? Also die planetaren Grenzen ist jetzt, es ist eine Visualisierung, dass es so viele Dimensionen gibt, in denen wir tatsächlich nicht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit dieses Planeten stehen, nicht? Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, das so im Überblick zu haben.
Es ist im Prinzip ein Versuch, Prioritäten zu setzen und dass diese Prioritäten dann in einen Blick zu bekommen. Es gibt viele Dinge, bei denen wir Dinge machen, die der Planet dauerhaft nicht tragen kann. Und das wird dann als planetare Grenze bezeichnet. Also bei Klima ist die planetare Grenze im Einklang mit dem Pariser Abkommen bei 1,5 Grad zum Beispiel gesetzt. Und wir sind momentan nicht auf einem Weg, dass wir das 1,5 Grad einhalten könnten. Ne? Das wäre vielleicht auch mal noch eine interessante Schulstunde, wirklich eine spezielle Stunde zu planetaren Grenzen zu machen. Haben wir dieses Mal, glaube ich, nicht dabei, aber ich nehme das mal mit. Das wird sicherlich die letzte Planet gewesen sein. So viel kann ich auch verraten, glaube ich, an dieser Stelle. Ja, vielen Dank schon mal für die Frage. Eine andere Frage, die auch reinkam, das ist, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen angedeutet. Wir sehen irgendwie an unserem eigenen Ast. Vielleicht fasse ich zwei Fragen zusammen. Glaubst du, dass wir es so weit treiben könnten, dass wir auch als Menschheit uns am Ende ausrotten? Und glaubst du, dass man das Massensterben noch verhindern kann? Also ich glaube tatsächlich nicht, dass wir uns als Menschheit ausrotten. Wenn man so Menschen biologisch betrachtet, sind wir sehr anpassungsfähige Lebewesen. Wir sind derzeit über den gesamten Planeten verteilt, in allen Lebensräumen vorhanden. Ich glaube, dass selbst im aller schlimmsten Katastrophenfall irgendwie Menschen in Nischen überleben werden. Wo ich viel mehr Bedenken habe, ist, dass wir es schaffen, sozusagen diese vielen Krisen, die wir alle vor uns herschieben. Das ist so wie so eine Prokrastination irgendwie. Am Ende des Semesters müssen irgendwie 10 Klausuren geschrieben werden. Und und alle lernen nicht dafür irgendwie. Alle wollen irgendwie sagen, ach ja, komm ein paar Tage vorher, da fange ich an. Ne? Das ist so Verschieberitis. Das ist uns ja nicht ganz fremd. Und in Maßen kann man mit Verschieberitis kann man das auch managen. Aber uns ist allen klar, wenn ich das nicht im Griff habe, so ein bisschen, das geht dann noch, aber wenn ich es nicht im Griff habe, dann fällt man am Ende durch. Und im Prinzip ist die Menschheit auf einem guten Weg, bei diesen sehr, sehr vielen dramatischen Herausforderungen alles immer nur in die Zukunft zu verschieben. Die Probleme türmen sich auf, die Altlasten türmen sich auf, nicht? Auch CO2 in der Atmosphäre ist eine Altlast. Wir rechnen ja schon damit, dass kommende Generationen einen erheblichen Teil ihrer Arbeit und ihrer Wirtschaftskraft damit verbringen sollen, das Zeug wieder aus der Atmosphäre rauszukratzen, ne? Was richtig schwer ist. Das ist eigentlich völlig indiskutabel, dass man sowas überhaupt in Erwägung zieht, dass man selbst nicht sagt, wir müssen aufhören mit dem Dreck, sondern sagt, naja, ihr müsst das halt wieder rausholen. Und die Frage ist, was mit Ökosystemen ist. Ökosysteme haben viel Resilienz. Niemand kann genau berechnen, bei welchen Artenausfällen was passiert. Aber wir wissen, dass Arten, die verschwunden sind, nicht einfach wiederzubekommen sind. Wir wissen zum Beispiel auch, dass entwässerten Gebiete mit den organischen Böden, mit Torfböden und anderen Böden, dass die gar nicht so leicht wieder zu verwässern. Das ist richtig Arbeit, ist das, das richtig wieder in Ordnung zu bringen. Das geht. Wir wissen, wie es geht. Aber wir wissen auch, dass es richtig Arbeit ist. Und ja, also all diese Probleme einfach so vor sich herzuschieben, statt sie tatsächlich anzugehen, also zu sagen, nee, also jetzt erstmal ruhe ich mich aus und erstmal muss ich gut essen und erstmal, das ist so ein bisschen so die Haltung unserer Gesellschaften. Und also das macht mir sehr große Sorgen, weil es kann sein, dass man durch die Prüfung fällt. Und was dann passieren kann, ist, dass tatsächlich so unsere Zivilisation, wie wir sie gewohnt sind, die kann zerstört, die kann zusammenbrechen. Und es ist sehr schwer zu sagen, wie viel Prozent der Menschen in welchen Ländern sterben werden, wie viel Elend entsteht, ja, wie viel Mittelunsicherheit, wie viel Verlust von als selbstverständlich geglaubten Dingen wie Gesundheitsversorgung und so passieren kann. Also die Katastrophe kann schon sehr, sehr groß sein. Ich finde immer, dass so das Aussterben der Menschheit, das ist eine Nummer zu hoch, das ist eine Nummer daneben. Es geht weniger ums Aussterben, als um die Frage, wie viel Leid wir eigentlich jetzt durch unsere derzeitigen Handlungen in Zukunft erzeugen. Alles klar. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, die so ein bisschen vielleicht Raum gibt, auch ins Handeln zu können, kommen, um das eben im besten Fall noch zu verhindern hast. Was können die Gesellschaft und die Politik
adressieren? Welche Forderungen braucht es da irgendwie, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Ich will eigentlich keine Forderungen stellen. Das könnt ihr im Unterricht ja mal besprechen, was ihr fordern würdet und warum. Aber sozusagen als Rahmenbedingung, es muss priorisiert sein. Es muss in der Lage sein, mit vielen der Krisen, die auf uns zukommen, gleichzeitig fertig zu werden. Also man muss Hebel finden, die vieles gleichzeitig bewirken. Wir können nicht sagen, okay, wir haben jetzt gerade Covid-Krise, das mit Klima und Naturzerstörung, das muss jetzt warten, sondern wir müssen unser Leben ändern. Wir müssen viele Dinge im Leben ändern. Und da gibt es ein paar Schlüsselkonzepte, zum Beispiel, dass man die Wirtschaft so umgestaltet, dass die Wirtschaft immer diese Ziele im Blick hat. Dass also nicht irgendwie sozusagen, ach ja, ich mache jetzt noch mal was Gutes und sorge für den Klimaschutz, sondern einfach die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass die Unternehmen und die Konsumenten, die klimaförderlich, die naturförderlich handeln, dass die gewinnen, dass die es leichter haben, dass die Gewinne auch haben dann als Wirtschaftsunternehmen. Und das ist im Moment absolut nicht der Fall. Es ist genau umgekehrt, dass diejenigen, die zerstören, die werden entweder gefördert durch die Rahmenbedingungen, weil sie irgendwelche Lücken ausnutzen, oder sie werden teilweise subventioniert. Wir haben eine riesige staatliche Geldmenge wird jedes Jahr für die Zerstörung des Klimas ausgegeben durch Subventionen. Ja, also die Wirtschaft funktioniert nicht. Die müsste man in Ordnung bringen, damit wir alle mitziehen können. Und nicht nur diejenigen, die sagen, also ich schwimme jetzt gegen den Strom. Ich bin so davon überzeugt, dass ich das, obwohl irgendwie alles ein reißender Strom in die andere Richtung ist, ich versuche da jetzt gegenzuhalten und gegen den Strom zu schwimmen. Also wie können wir den Strom umlenken? Das würde ich so sagen, da sollten immer die Überlegungen hingehen. Super, vielen Dank. Genau, nehmt die Frage gerne nochmal auch mit in die Nachbereitung zu dieser Stunde. Das war's an dieser Stelle. Ich sage auch nochmal vielen Dank an dich, Gregor, dass du das mitgemacht hast hier für deinen schönen Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Und nochmal vielen Dank an alle da draußen, die uns zugeschaut haben. Ich habe es am Anfang schon gesagt, das war die erste Stunde der Public Climate School in diesem Jahr. Es kommt noch ganz, ganz viel. Es geht gleich auch um 11 Uhr schon weiter mit der nächsten Schulstunde, dem Klimacheck von Greenpeace. Schaut gerne auf unserer Website vorbei, publicclimateschool.de. Da findet ihr ganz viel Programm. Genau. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.